Horrido und Weidmanns Heil hier aus dem nassen Waldebar. Ja, regnet mal wieder. Mal hat man Glück und geht hier 2-3 Stunden jagen ohne Regen. Mal hat man Pech und hat vielleicht in 10 Minuten schon den zweiten Regen. So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein Rothirschweibchen. Sehr nah. Ja, und die dreht da gerade auch wieder, dann kriegt sie jetzt einen Schuss. So, dann kriegt sie auch ihren Schuss. Natürlich, klar, so Schüsse sind weit zu hören, also das schmälert unsere Chance, hier oben vielleicht mal auf einen Braunbär zu stoßen, aber naja, man muss ja auch nicht immer alles haben. Ja, bei Braunbär in der letzten Folge, so gegen Ende zumindest, ja dann nochmal drüber gesprochen, welche Tiere denn in der Hunter hier für die Jäger gefährlich werden können, weil sie durchaus auch den Jäger angreifen. Und da eben, oh, 200 bis 240 Kilo, ich glaube, die Spur werde ich dann verfolgen. Das interessiert mich jetzt mal, was der denn bei der Kiloklasse vielleicht für ein tolles Geweih auf dem Kopf hat. So, ah, da haben wir nur Lunge getroffen und das Schulterblatt noch mit. Ja, war natürlich auch keine große Entfernung. Das Problem wird jetzt natürlich sein, der Hirsch, der wird wahrscheinlich noch in Hörweite gewesen sein, in Schreckradius der Waffe drin. Wird also den Schuss gehört haben und dann auf Flucht umgestiegen sein. Oh, hier haben wir Kaninchenspuren. Ah. Hirsch oder Kaninchen? Hirsch oder Kaninchen? Ich klick die Kaninchenspur hier jetzt mal kurz an. 1,6 bis 2,2 Kilo. Männlich-weiblich bekomme ich noch nicht angezeigt. So, hier wäre noch die Hirschspur. 9 bis 22 Minuten. Ich weiß nicht. Es könnte aber auch sein, das eben nicht. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Kaninchenspuren. Flüchtend. So, flüchtend ist oftmals, dass das wirklich in Bau geht. Wenn ich normale Spuren finde, dann gehe ich oftmals denen entgegen. Aber flüchtend ist natürlich, dann flüchten die gerne in ihren Bau. Ach, schau mal, da unten haben wir ihn schon. Falls man das auf YouTube noch nicht so gut erkennen kann, nehmen wir mal hier das Fernglas, hier sehen wir die Öffnungen. Da haben wir die also schon. Dann haben wir ja in der Nähe vom Bau hier sogar schon einen Schuss abgelassen. Das ist natürlich eigentlich hervorragend. Durch den Krach ziehen die sich dann schön in ihren Bau zurück. So. Und einer dieser beiden Bäume hier müsste doch eigentlich prädestiniert sein, um hier... Ah, ich glaube, da haben wir dann doch zu viel Blätter im Weg. Geh mal hier hin. Ja, geh mal da hin. Da bauen wir jetzt auf. Dann machen wir nochmal Rennen. Rennen hier ein paar Schritte umher. In der Hoffnung, dass jetzt hier bei dem Regen auch die letzte Kaninchen noch merkt, oh, hier lauert Gefahr. Geh mal in den Bau zurück. So, können wir die Spur auch mal noch anklicken. Hier mal noch die Spur kurz anklicken. Zack. So. Geruchsreduzierung machen wir uns sicherheitshalber auch mal. Ab hier oben auf dem Baumsitz gehen in die Hocke, nehmen unser Pistölchen in die Hand. Ja. Oder wir nehmen mal unser Fernglas. Schau mal hier. Das ist so mit, ja, knapp 50 Meter. Also die Bauöffnung, die am weitesten entfernt ist, ist mit der Pistole aber durchaus noch machbar. Natürlich die Gefahr, dass das Tier nur verletzt wird und in den Bau zurückgeht. Am idealsten wäre eben hier vorne schon. Wobei, da sehen wir, da können wir gar nicht so weit nach unten. Hier neben haben wir auch abseits noch einen. Eigentlich eine schöne Entfernung. Müssen wir also auf jeden Fall auch ein bisschen drauf achten. Und die hier liegen auch eigentlich so
Ja, ich sag mal, bis 40 Meter ist alles in Ordnung. Oh, hier haben wir noch einen ganz weit hinten mit 66 Meter. Ich wechsle jetzt aber hier. Ah, da unten läuft eins. Das ist tot. Das haben wir schon mal. Also ein Kaninchen haben wir schon mal. Und das ist eben der Vorteil hier bei dem Revolver oder auch bei der 22er, bei dem 22er Gewehr. Da könnt ihr eben wirklich schnell hintereinander schießen und könnt damit eben durch eine Schussfolge auch dafür sorgen, dass hier so ein Kaninchen dann wirklich auch, ja, stirbt, bevor es wieder im Bau drin ist. Und gerade hier, das war ja, es war noch auf der Flucht, also ist natürlich auch nicht unbedingt so einfach. Jetzt heißt es hier natürlich wieder warten. Das ist halt, warum ich ungerne bei Let's Play oder während dem Let's Play hier auf Kaninchen jage, weil das kann jetzt natürlich auch sein, dass wir hier jetzt mal 3, 4, 5 Minuten warten müssen, bis wir das nächste Kaninchen zu Gesicht bekommen. Und dann, ah, da vorne kommt aber eins raus. So, müsste aber auch tot sein. Und da sehen wir halt, der Vorteil hier durch den Baumsitz ist, die sehen einen nicht, weil die gar nicht so weit nach oben schauen. Eigentlich, naja, bei großen Vögeln wäre vielleicht sogar die Gefahr da, ein kleines Kaninchen und ein großer Vogel, dass er auch mal vom Vogel geschnappt wird. Aber nach oben orientieren die sich gar nicht so. Die schauen eher wohl seitlich, ist da ein Jäger oder ein Fuchs. Und wenn wir hier so hoch gelegen sind, dann haben wir den Vorteil, dass die uns nicht entdecken. Und bei Kaninchen ist am sichersten der Kopfschuss. Das ist also definitiv einem Körpertreffer ja, vorzuziehen. Muss man aber natürlich schauen, dass wir da eben auch dementsprechend sicher sind, dass wir nicht zu viel wackeln durch die Entfernung, dass wir auch gute Sicht haben. Da empfiehlt sich natürlich hier dann auch das Pistolenvisier, indem wir eben den eingebauten Zoom haben. Und natürlich auch hier immer schön mit den Augen über dem Bildschirm wandern. Wir haben ja mehrere Bauöffnungen und aus jeder könnte eins rauskommen. Also hier wirklich überall auf Bewegung achten. Schauen, ob da irgendwo was kommt. Teilweise irritiert die Waffe natürlich sogar ein bisschen. Ich gehe dann auch manchmal hin und stecke die zwischendurch mal ein mit der Taste H, Holz dann. Können wir also dann, was wir in der Hand haben, weglegen. Nachteil ist natürlich, ja, ich muss dann wieder die dementsprechende Taste drücken, um mir das Ganze in die Hand zu nehmen. Das heißt, wenn jetzt irgendwo aus dem Bau was rauskommt, sich erstmal drücken, um es in die Hand zu nehmen, dann wieder ansetzen, dann wieder zoomen. Und ja, das ist natürlich, wenn wir es direkt schon in der Hand haben, können wir einen ganz kleinen Tick schneller reagieren. Und dieser kleine Tick, der kann aber unter Umständen schon der entscheidende Zeitvorteil sein. So, ich würde sagen, ein bisschen warten wir noch. Ansonsten haben wir ja zumindest drei Stück. Ist ja, alle guten Dinge sind drei, also ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich dachte gerade, aber nee. Hier bei den vorderen Bauöffnungen, jetzt wo wir kein. Na, nee, doch nicht. Dachte, da hinten hätte ich was gesehen. Wo wir keinen Regen haben, kann das sein, dass wir hier bei den vorderen Bauöffnungen auch durchaus dann was hören, bevor ein Kaninchen rauskommt. Dadurch, dass die ja recht nah sind, kann man da also durchaus dann mal das Krabbeln im Bau durch die Gänge wahrnehmen. Und kann sich dann darauf vorbereiten, dass man vielleicht vorne dann ja ein bisschen genauer hinschaut. Bei den hinteren, da hören wir das natürlich definitiv nicht mehr. Das heißt, da müssen wir uns rein aufs Auge verlassen. Da können wir nicht auf das Gehör gehen. Kaninchen geben natürlich auch keine Laute von sich. Also auch da werden wir natürlich, würden wir ewig warten. So, jetzt kommt hier aber wirklich gar nichts mehr. Naja, nutzen wir die Zeit mal, machen unser Magazin nochmal voll. Jetzt kommt hier gar nichts mehr. Ja, von wegen. Können wir natürlich nicht mit der Pistole schießen.
So, da würde ich aber sagen, komm, da machen wir mal ohne Zielfernrohr, wenn sie jetzt nicht sogar schon zu weit ist. Doch, ging noch. Ah, aber kein guter Schuss. So, jetzt liegt sie aber. So sieht das also aus, wenn wir hier kein Zielfernrohr drauf haben. So, machen wir wieder drauf. Natürlich jetzt heute die Waffenstatistik nicht ganz so optimal, weil zwei Schuss abgegeben, aber nur ein Tier erhalten. Ja, bei der Pistole schaue ich eh nicht so auf die Waffenstatistik, auch bei den Revolvern nicht. Das ist eher so bei den, ja, bei den Büchsen, also bei den Gewehren, wo wir hier mit Kugel eben schießen. Bei Flinte wird bei jeder Munitionsart eben unterschiedlich die Statistik geführt. Bei Vogelschrot muss ich sagen, ja, Vogel, die durch die Gegend fliegen, da schießt man schnell auch mal daneben. Da ist mir also total Wurst. Bei Rehposten, sage ich, da hätte ich schon gern, dass die Statistik auch durchaus ein bisschen besser wäre. Und bei Flintenlaufgeschoss, da sollte sie eigentlich sogar richtig gut sein. Aber ja, hat man sich dann teilweise schon sehr früh versaut, weil ich dann, ja, da war halt die, ja, die Flinte mit Kugellaufgeschoss oder Flintenlaufgeschoss, die einzige Waffe, mit der ich die großen oder die größeren Tiere wie eben die Bären schießen durfte. Und da hat man dann teilweise aber doch auch den einen oder anderen Schuss versemmelt. Dadurch eben generell eigentlich bei Flinte die Statistik nicht so gut und ist mir dort auch nicht unbedingt so wichtig. So, was sagt denn die Zeit? 12 Minuten haben wir. Dann würde ich sagen, wir können hier noch ein Minütchen eben warten. Vielleicht kommt ja doch noch ein Kaninchen raus. Auch wenn das im Moment gar nicht so wirklich dolle danach aussieht. Aber unverhofft kommt oft, sagt man ja so schön. Und wenn dann eben nichts kommt, dann sammeln wir zumindest ein. Wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. Drei Kaninchen haben wir ja auf jeden Fall. Und haben sogar noch eine Rothirsch-Madame, eine Rothirschkuh geschossen. Und da sieht man, also ich wollte auch erst den Dreifuß mitnehmen, weil da braucht man dann natürlich auch keinen Baum zu. Den kann man dann wirklich, ja, schauen, dass man sich den passend hinstellt, wo man eine gute Sicht hat. Die Bauöffnungen möglichst alle in einer guten Reichweite und in einer guten Sichtweite hat. Der ist allerdings von der Kapazität, die er im Rucksack mitnimmt, einfach größer. Das heißt, hier so ein Baumansitz nimmt 5 weg und 20 können wir ja nur maximal mitnehmen. Ist also ein Viertel allein dafür schon weg. Und dieser Tripod, dieser 3-Fuß-Ansitz, der nimmt eben schon ganze 7,5 weg. Also da hätte ich jetzt zum Beispiel nicht 3 Waffen mitnehmen können. Das hätte dann da schon nicht mehr gereicht. Und deswegen habe ich eben gesagt, nee, dann wird's der Baumansitz. So. Hier kommt nichts mehr. Wir können ruhig aufstehen, müssen aber nicht rennen. So, den Baumansitz bauen wir schon wieder ab. So, gehen auch hier mal ins Inventar und da sehen wir eben hier Kapazität kosten 5 und hier unten sehen wir 20, 19,57 habe ich jetzt mit. Also bin fast auf Maximum, was möglich gewesen wäre. So, als erstes, na komm, rennen wir doch mal. Als erstes möchte ich hier meine Rothirschkuh dann einsammeln. So, war sogar ein Lungenschuss. Beim zweiten bin ich mir nicht sicher, ob ich sie nicht sogar überschossen habe, dass der zweite gar nicht getroffen hat. Nee, hat er auch nicht. Da hatte ich irgendwie ein bisschen zu hoch angehalten, hatte wohl die Vermutung, dass sie da vom Gelände dann gleich ein Stück hochkommt, was sie dann aber nicht tat. Also haben wir sogar die Statistik so verhauen, dass wir sogar einmal komplett daneben geschossen haben. Aber ja, die Waffe hat so viele Schuss, da ist jetzt so einer
in der Statistik dann nicht so schlimm. So, hier haben wir zumindest einen Treffer gehabt. Jetzt mal schauen, wo liegen die denn alle? Hier hatten wir auch einen Treffer, der war auf jeden Fall beim Reinkrabbeln. Hier müssen wir schauen, komm mal dran, ja. Komm mal dran, zweimal haben wir ihn getroffen. So. Jetzt der andere. Ist der hier drin? Muss man auch manchmal hier so ein bisschen... Ah, da liegt er. Muss man dann so reinkrabbeln, wenn man sie von außen nicht bekommt. Und zack, da haben wir ihn. Und jetzt habe ich schon was krabbeln gehört. Aber bis ich hier wieder rausgekrabbelt bin und die Waffe in die Hand habe, ist es natürlich auch wieder verschwunden. Also hier ist definitiv noch ein Kaninchen irgendwo unterwegs. Aber da können wir jetzt nicht drauf warten. Ich weiß nicht, mich reizt das jetzt schon. Ich baue mir hier doch nochmal meinen Baumansitz auf. Werde es nochmal schauen, aber ja, werde das eben offscreen machen. Und wenn ich es dann erwische, und werde ich kurz vorm Einsammeln euch dann wieder dazu holen. Denn wie gesagt, hier, das ist ja nicht die interessanteste Art zu jagen, hier eben, ja, lange still auf dem Fleckchen zu sitzen. Deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.